Jetzt sagen wir uns ja gerade Zeit. Nepa, cha, nepa. Sieht er so aus? Fragt Miguel. Er fragt es auf Chapalachi, der Sprache der Chachi-Indianer. Nein, das wäre ein anderes Wesen, erklärt Samuel auf Spanisch. Ja, podemos seguir. Können wir weitermachen? Bueno, nothing de tu lado. La la. Pensa en quien de chas no está. Bueno, ha tengen. Wir waren ohne Drehbuch nach Südamerika gefahren. Nun saßen wir in der Schule des Dörfchens Loma Linda in Ecuador mit Chachi-Indianern zusammen und wählten eine ihrer vielen Legenden aus, um mit ihnen gemeinsam einen Film zu drehen. Mir scheint, da sind wir zwei drin. Guck mal, wie das glänzt. Wenn der weiterfilmt, werde ich ihm mit dem Stock die Linse kaputt machen. Da wirst du sie bezahlen müssen. Sieht aus wie eine Glühbirne. Sei still. Thank you.
Die Chachi-Indianer leben im Nordwesten Ecuadors, im Urwald am Rio Cayapas, der von den Anden zum Pazifik fließt. Ungefähr 8000 Chachilla gibt es noch. Der Fluss ist ihre Lebensader. Auf ihm transportieren sie ihre Waren, auf ihm fahren die Kinder zur Schule und von seinen Fischen leben sie. Die Chachilla sind Meister im Kanu-Bauen. Auf dem Fluss kommen auch die Fremden zu ihnen, denn noch enden die Straßen weit entfernt. Nicht alle kommen in guter Absicht. Die einen kommen, um Urwaldbäume zu fällen, andere wollen sich hier niederlassen und im Land der Indianer Siedlungen anlegen. Und wieder andere versuchen seit Hunderten von Jahren, ihnen den fremden christlichen Gott zu bringen. Doch die alten Geister, der Re-Ingume, der Pichuya, der Fayu-Uchmu und viele andere leben weiter. Niemand kann sie vertreiben. Miko, brennt's Feuer schon? Hast du den Topf aufgestellt? Fragt der Vater. Nein, ist noch nicht so weit. Aber es brennt an. Miko hat Vater und Großvater in den Urwald begleitet, wo die Männer ein neues Kanu aus einem Baum herausschlagen. Was für Wasser trinken wir? Wir müssen welches suchen gehen.
Nico! Da ist er. Thank you.
Miko, was ist denn mit Miko passiert? Wasser, Wasser, bringt Wasser. Was ist denn geschehen? Hat ihn was gestochen? Hat ihn eine Schlange gebissen? Ja, ich glaube, ihn hat was gestochen, sagt die Oma. Die Füße sind ganz bleich. Seht ihn euch an und ihr geht immer alleine in den Urwald spielen. Was können wir machen? Vielleicht sollten wir ihm eine Medizin geben gegen die Schmerzen. Die haben wir aber nicht. Die müssten wir kaufen. Aber das geschah im Urwald. Deshalb sollten wir lieber einen Schamanen aufsuchen. Der Heiler Don Tenorio wohnt hier in der Nähe. Schlägt das Herz normal? Ja, normal. Miko, was ist mit dir passiert? Was ist passiert? Er kann nicht antworten, er ist ohne Bewusstsein, sagt die Mutter. Er fühlt sich ganz kalt an. Vielleicht ist er irgendwo heruntergefallen. Also bringen wir ihn zum Schamanen, entscheidet der Vater. Macht euch fertig. Wir tragen ihn zum Kanu und fahren zum Schamanen. Wir hätten ihn gleich dahin bringen sollen. Ihr wart also beim Kanubaum. Ah
Der da gerufen hat, das war der Fayu Uhmu. Der Junge wusste das nicht. Deshalb ist er ihm gefolgt und hat sich mit ihm getroffen. Und deshalb ist das geschehen. Aber der böse Geist konnte ihn nicht fressen, hat sich ihm nur genähert und hat seine Seele geraubt. Deshalb ist er krank. Wenn ihr weiter Zeremonien macht und befolgt, was ich euch sage, wird der Junge wieder gesund. So ist das. Sieh mal nach, wie es Miko geht. Der Fayu Uhmu ist ein Geist, der seinen Opfern den Kopf aufhackt, um ihnen das Gehirn herauszusaugen. Bei Miko ist es ihm nicht gelungen. Um den Fayu Uhmu zu überwältigen, muss ihn der Vater an einem Ort suchen, wo die Geister ihre Kräfte sammeln, hat der Schamane gesagt. Samuel hat einen tagelangen Weg vor sich. Und er muss den bewusstlosen Sohn mitnehmen, denn der böse Geist hat noch Mikos Geruch in der Nase und der wird ihn wieder anlocken. Nimm die Machete mit und ein Netz, um ihn zu fangen. Sei vorsichtig. Pass auf. Arme nach vorn, nach oben, zur Seite, nach unten, eins, zwei, drei, vier, kommandiert der Lehrer auf Spanisch. Thank you.
Nixon! Nixon, komm! Lauft und sagt Bescheid. Samuel hat den Fayuhmu gefangen. Samuel hat am Wasserfall den Fayuhmu gefangen. Helft ihn herzuschleppen. Um ihn in den Kessel zu kriegen, müssen wir ihn in Stücke schneiden. Wer ist denn das? Ihr habt doch gesagt, ihr wolltet den Fayuhmu bringen. Aber wieso sieht der so aus? Ihr seid verrückt. Das ist er nicht. Das ist ein Tourist, der sich verlaufen hat. Vielleicht ist er ein Geist, der sich verwandelt hat. Ja, er hat sich verwandelt. Wie könnt ihr denken, wir haben einen anderen gefangen, sagt der Großvater. Fragt ihn doch selber. Ein Mensch, der sich verwandeln kann. Guck mal, der verschenkt was.
Vielleicht hat er auch Geld. Der Junge bleibt bewusstlos und wir erlauben diese Späße. Mamãe, vamos
Er ist zu sich gekommen. Wie fühlst du dich, Nico? Du hast uns ganz schön erschreckt. Tut dir nichts weh? Lasst ihn ein paar Schritte machen. Versuch zu gehen, Nico. In der Legende heißt es, dass der Fayu Uchmo immer wieder zurückkehrt. Selbst wenn man ihn zerstückelt und verbrennt. Seine Teile fügen sich immer wieder zusammen. Manche Leute, die bei der Jagd dem Fayu Uchmo begegneten, schnitten ihm ein Stück vom Schnabel ab, steckten es in den Lauf des Gewehrs und schossen es in die Luft. Weil dieses Stück umherflog, dauerte es länger, bis der Fayu Uchmo wieder sein Unwesen treiben konnte.